Herzlich willkommen erstmal zum heutigen Webinar im Rahmen des Jubiläumswebinars 10 Jahre Traders Club. Das war ja mal ein mega Auftakt des Jubiläumswebinars, oder? Also 10 erfolgreiche Trades am ersten Tag gleich gemacht, am zweiten Tag genauso und heute auch. Also super Einführung von Carlos, den Kollegen Freddy mit seinen Chartmustern, Christian, vorbildlich, ja, und gestern natürlich der Tobias Heidkötter. Ich hoffe, ich kann das hohe Niveau beibehalten und wird das mindestens genauso gut machen. Ja, also sehr solide, sehr konstant und das von Jahr zu Jahr. Wie sieht das dann beim S&P aus? Ja, das ist der für alle Trading-Einsteiger der große Bruder vom DAX, sagt man, also der amerikanische Indiz. Da sieht es ähnlich aus. Da haben wir auch rote Bereiche, da haben wir Ausreißer und grüne Bereiche. Und da, wo es grün ist, da hat man dann über Jahre konstant Rendite erzielt. So, und dann habe ich jetzt hier auf einmal 25%. Und jetzt berechne ich das. Also, da kommen wir der ganzen Sache schon näher. Ihr könnt euch mal mit der Seite auch gerne beschäftigen und gucken, ja, welche Rechenmodelle ihr da in Erwägung zieht, um zu kommen, ja, um einen Plan zu machen. Plan. Stichwort Plan, das sprechen wir gleich auch nochmal an. Gehört natürlich zum Trading, ist das A und O, ist das Einmaleins. Wie sieht denn jetzt die Realität aus? Also das war ja jetzt nur Theorie, sag ich mal so. Wie sieht denn die Realität aus? Guten Abend aus Hamburg. Ja, der letzte Vortrag für heute, nachdem wir heute sehr erfolgreich heute Vormittag unsere Vola-Boxen getradet haben mit Christoph zusammen, auseinandersetzt, weiß, was aktuell in Europa los ist oder mehr oder weniger auch auf der Welt. EZB-Leitzinsen wurden gesenkt und was bedeutet das für uns? Rechnet man die Zins? Ersparnisse aufgrund niedriger Kreditzinsen in Höhe von 290 Milliarden Euro. Dagegen so bleibt ein Zinsminus von 358 Milliarden Euro Nettoverlust. Das ist mal eine Zahl. Okay, jetzt nochmal Trading versus Investieren. Die Rendite des DAX beträgt seit Januar 2015 circa 4% pro Jahr. 4% im Jahr. In diesem Zeitraum aber schwankte der DAX von bis zu minus 30%. So fiel der Index von Mitte 2015 bis Anfang 2016 von über 12.000 Punkte auf unter 9.000 Punkte. Wir waren live dabei. Anschließend folgte eine Rallye bis zu dem Höchststand von 13.600 Punkten.